Sali! Du bist ja auf der Costa Victoria gewesen. Genau. Habe ich gehört, dass du mal da gewesen bist, ja. 8 Tage lang. Stars auf See, wie hat dir das gefallen? Es ist sehr, sehr geil gewesen. Also ich habe mir wirklich früher noch nie vorstellen, was ich mit einer Kreuzfahrt könnte anfangen irgendwie. Aber es ist wirklich eine Party gewesen, vom Anfang bis zum Schluss. Du bist selber auch dabei gewesen. Ja, es ist eine riesige Stimmung gewesen, wirklich auch unter den Künstlern. Es ist nicht so gewesen, dass es sehr abgeschottet ist, sondern es sind alle irgendwie, haben mal miteinander einen getrunken, einen zischt. Das ist wirklich sehr, sehr geil gewesen. Also ich hoffe, es geht bald wieder. Ja, ich habe gehört, 2021 ist noch geplant. Ich weiß nicht mehr, dass es im Gespräch ist, aber man hat noch nicht entschieden. Ja. War natürlich mega. Also auf der Homepage steht für 2021 in Planung, wenn du gehst. Ah, wirklich? Ja. Gut, sehr gut zu wissen. Ich hoffe, sie haben mich auch nicht mehr gebucht. Sicher. Also, mein Kollege hat gesagt, ich wollte mal ein bisschen erzählen von dieser Reise. Er hat gesagt, er sei bestens informiert über die Blickfrontseite. Vincent Gross ist eine Pizza in Brindisi. Genau. Und Vincent Gross kauft ein Eis und so. Also, du bist da perfekt. Und mein Tagesablauf hat jeweils so ausgesehen. Ich bin Poolkonzert schauen, am 5. Dann die zwei grossen Konzerte. Dann bin ich an der Afterparty. Bis am 4. ungefähr. Mit dem DJ Tom S. Ja. Und dann bin ich am 12. so an Land. Das ist richtig gut gewesen. Das ist die grosse Menschentraube, ist schon draußen gewesen. Und dann am 5. wieder an Bord. Perfekt. Weil wenn du natürlich nicht an Bord bist, fährst das Schiff zu und so. Und dann jeden Tag wieder von neu. Ja. So ist das gewesen. Und hast du eigentlich auf dem Schiff hast du dort auch Songs geschrieben? Weil ich habe gesehen, Oliver Lukas ist dort, mit dem genau. Du ab und zu etwas machen. Es ist ein bekannter Songwriter und ein guter Freund mittlerweile mit an Bord gesehen und das Team. Und sie haben eigentlich für mich, haben wir gedacht, wenn wir noch ein paar Songs geschrieben und für eine befreundete Band, für Drabble Tail Band. Ja. Und diese Mitraum, wir haben kein Studio, keine Hütte dort gehabt. Und dann haben wir uns gedacht, ja, irgendetwas muss doch sein. Und ich habe selber so eine mega coole Suite gehabt, aber so viel Platz, da habe ich einfach schon mal, ja, können bei mir ein Studio aufbauen. Hätte man zweimal überlegen. Aber es ist recht geil gewesen. Also, sie haben das Studio aufgebaut, statt nur einen Tag sind es dann 7 Tage Studio gewesen. Ab dem 10. ist meine Kajüte besetzt worden und sind bis nachts um 4 Gehör aufgenommen worden. Also, mega lustig gesehen. Ja, ja, ja. Wenig Schlaf, aber viel Spaß. Aber es ist immer besser. Ich habe die billigste Variante genommen. Ich habe keine Hütte ohne Fenster. Ich habe nie gewusst, wo man eigentlich ist. Ja, man ist eh immer an Deck. Ja, also ich bin auch eigentlich dort wirklich nur zum Schlafen gewesen. Dann ist es eigentlich egal gewesen, aber... Also gar nicht. Genau, eigentlich gar nicht. So, und dann 6. Dezember machst du ja ein sehr spezielles Event am Samichlaustag in der Baronessa in Lenzburg. Ganz genau. Und zwar gibt es das einzige Unplugged-Konzert in dem Jahr. Richtig. Und du erzählst dir von deiner Vergangenheit, wie du die Astrid kennengelernt hast und so weiter. Hattest du einen Vortrag zwischen den Liedern? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist mal ein Konzert, das komplett anders ist, sage ich, als meine üblichen Auftritte. Sondern es ist ein bisschen, es ist im Baronessa, für die, die den Club jetzt nicht kennen, es ist ein ganz, ganz cooles, heimeliges Räumchen praktisch. Also es passt auch nur ganz, ganz wenig Leute rein. Und dort will ich Songs, nicht nur die üblichen, meine neuen, sondern alle, die ich jemals irgendjemand gemacht habe oder mit denen ich sehr viel verbinde, präsentieren und auch ein bisschen erzählen, was eigentlich so auch hinter der Kulisse, also hinter den Kameras und hinter dem ganzen Abgang ist, weil es ist so viel, man sieht ja als Außenstehender eigentlich immer noch mit Spitze vom Eisberg und ich habe irgendwie gedacht, es wäre doch mal cool, wenn ich mal alles kann erzählen. Ja. Und das will ich machen, also. Ich hoffe, du bist auch dabei. Natürlich, ich habe ein Ticket schon gebucht. Über das Start-Ticket kann man es kaufen für glaub, genau. 20 Franken oder so. Ja. Gut. Dann Anfang Juni hast du auf Instagram deine E-Gitarre vorgestellt, ja. Cordula Blue. So, das ist wieder gross präsentiert und seitdem haben wir nicht mehr etwas von der gehört. Also jetzt im Baronessa wirst du sie nicht bringen, weil die braucht erst die neue E-Gitarre. Ja, weißt du mit der E-Gitarre? Hast du die im Schrank gestellt, ist die verstorben? Sie sieht fantastisch aus an der Wand. Nein, nein, ich bin selber am Üben, und aber bin bis jetzt noch nicht zum Zug gekommen, eigentlich sie auf der Bühne einzusetzen. Aber im so Rahmen für neue Projekte, ich bin gerade an einem Album dran, am Schreiben und Produzieren, wird sie sicher auch das eine oder das andere Mal sehen. Also gut, sehr gut. Ja, du hast jetzt gerade übergeleitet zu der nächsten Frage, im April 2020. Du hast übrigens eine coole Karte, also sehr cool. Sehr ja, ich bin kritisiert worden von der Astrid. Letztes Mal hätte ich nur ein Fressen dabei. Ich denke, jetzt bin ich richtig mehr. Sieht Hammer aus, also. Im April 2020 kommt ja dieses neue Album. Wie heißt das?
Das darf ich noch nicht sagen. Guter Versuch. Zum Probieren. Aber ja. Genau. Kannst du ein bisschen über das erzählen? Gibt es da etwas auf Schweizerdeutsch? Ja. Es ist es. Ich sage wirklich, und das ist nicht einfach nur so gesagt, es ist mein persönliches. Wie wirklich das persönlichste Album, das ich bisher je gemacht habe, weil ich bin noch nie so im. Ich sag mal auch. Produktionsprozess drin gesehen. Ich habe sonst immer mitgeschrieben, aber ich habe jetzt über die Alben habe ich eigentlich mitbekommen, was ich will, was ich wirklich brauche, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und freue mich jetzt drauf. Also wärst du eigentlich da am meisten mitgeschrieben, also noch mehr wie früher, noch ja, jedem Lied oder weißt du? Für die neue Single bin ich jetzt auch wirklich am Produzieren im Studio, fliege mal nach Berlin wieder und dann schaffen wir danach. Die kommt im Januar, gell? Kommt im Januar, ja. Sehr schön. Gut. Genau, und dann gibt es nicht auch wieder so etwas wie das da, die Fanbox. Wird es auch wieder geben? Ah, sind wir schon am Entwickeln und ja, wird es auf jeden Fall wieder geben und auch ein bisschen grösser, dass man das darf ich schon sagen. Noch grösser. Okay. Ja, groß. Das ist auch eine kleine. Fanbox ist super, das jetzt etwas ganz Spezielles ist das. Du hast ein Selfie, wo jeder nur, also wo es nur einmal pro Box hält, da heißt man etwas ganz Spezielles da drin und plus noch ein paar andere Überraschungen. Und die nächste wird noch größer. Ja, okay. Wird so. So. Und auf, neben dem neuen Album, auf was können wir uns sonst noch nächstes Jahr? Kannst du etwas verraten, was du sonst noch vorhast? Sau viele Konzerte auf jeden Fall schon. Ja. Also über 100 jetzt, Bookings hast du schon, oder? Ja, ja. Haben wir jetzt schon. Das ist eine Tour, auch, wo ich mit dabei bin. Mit dabei oder du machst eine Tour? Eine eigene Tour wird es im nächsten Jahr so nicht geben. Aber ich bin, du hast ja ein Album, wieso machst du keine Tour? Wir haben keine Zeit. Nein, wir haben wirklich eine Tour, wo ich über 50 Termine alleine in diesem Rahmen bin und da sind wir in Deutschland querbeet durch. Okay. Und haben sehr viele andere Festivals. Und ja. Genau, und dann sieht man immer auf Facebook, da sind immer noch, du warst ja immer so, du reist eigentlich zu Songwriter an, verschiedene. Ja. Und dann vor kurzem bist du erst am Abend angekommen, jetzt heisst es, heute gibt es eine Nachtsession im Studio und so. Ja. Wie kann man sich da genau vorstellen? Also bereitet ihr beide etwas vor und könnt ihr dann finden oder trefft ihr spontan und dann entwickelt ihr ein Lied oder wie läuft das ab? Es kommt immer ein bisschen darauf an, für was du eigentlich das machst. Also wenn du jetzt entweder einen Song schreibst, dann ich bin nicht auf Knopfdruck sehr kreativ. Ich schreibe mir immer alles, wenn ich irgendeine Idee habe, irgendeine Vorstellung, was ich jetzt, über was ich einen Song will machen, schreibe ich mir das auf, dass ich dann auf diese Themen eigentlich kann zurückgreifen kann, wenn wir zusammenhocken. Und die Session, von der du jetzt redest, da sind wir am Produzieren vom neuen Song, wo ich noch nicht ganz zufrieden war. Und ich notiere mal eben im Voraus und dann versuchen wir es im Studio umzusetzen. Klappt nicht immer. Wegen dem fliege ich mal nach Berlin nochmal. Aber du musst halt wirklich probieren, weil es gibt keine Geheimformel. Ich hoffe, dass ich es mal schaffen darf, irgendwie einen Hit oder so etwas anderes zu schreiben. Oder zu du hast ja schon ein paar Hits gehabt, also so ist es nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das weiß man halt nie und man muss es einfach probieren und ausprobieren. Ja. Gut. Dann hat mich noch interessiert, ob du eigentlich selber noch ein Konzert gehst. Also gehst du Live-Konzert schauen? Also zum Beispiel, ich habe dein T-Shirt nicht ohne Grund angelegt. Deine erste CD, die du jemals gekauft hast, ist von welcher Band? Das ist Rammstein Benzin, genau. Effektiv. Ich weiß nicht, woher du das weiss, aber ich weiß es. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Gut aufpassen. Ja. Nein, gang ich oft an Konzert, ich gehe viele Kollegen schauen, um sie zu unterstützen auch. Also weiss Kollegen? So also Rabbitale oder so? Rabbitales oder auch. Ja, also auf dem Schiff hast du die auch nicht geschaut? Ja, auf jeden Fall. Ich übrigens auch, ich war in der ersten Reihe. Aber ja, das habe ich gesehen. Ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich komme wirklich nicht mehr dazu, an andere Konzerte zu gehen, weil meistens sind die am Wochenende und da bin ich selber immer weg. Ja. So wie, ja, oder, an welchem Konzert bist du denn zum Beispiel da ja gewesen? Also außer auf dem Schiff, da bist du ja eh auf dem Schiff gewesen. Da hast du Zeit, ich aber, ja, aber bist du zum Beispiel ans Rammstein-Konzert gegangen? Rammstein bin ich nicht. Ich wäre gerne ans Backstreet Boys gegangen. Da bin ich nicht drin. Ja, ich nicht. Ich selber einen gehabt. Aber ich bin an einem Semino Rossi-Konzert gewesen. Habe ich noch nie live gesehen, hat mich unfassbar beeindruckt. Also ich habe gewusst, der ist gut, aber das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Sehr, sehr unterhaltsam. Also, man sieht jetzt, musikalisches Interesse ist sehr breit gestreut, weil du machst einen Schlag, aber deine erste CD ist Rammstein gewesen, dann gehst du noch in Rossi schauen und so weiter. Also es ist wirklich mein Variety. Mein Musikgeschmack ist sehr, sehr breit. Also ich kann alles los irgendwie. Bei mir ist es immer ein bisschen
Stimmungsabhängig. Stimmungsabhängig, je welche Zeit ist und so. Mein Spotify-Account ist, glaube ich, völlig überfordert. Er weiß gar nicht, was er mir anbieten soll. Erst kommt Schlager und dann irgendwie. Ja. Gut, jetzt ist sie beantwortet, Frage. Ja. Und wir wissen da jetzt genau, wenn du bist jetzt doch auch professioneller Musiker, braucht das jetzt viel mehr Zeit bis. Ja, professionell. Oder? Ja, ich schaffe es auch. Also, du bist im Musikbusiness, braucht es jetzt, und du trittst selber auf und so, braucht es dann viel mehr, bis du eine Band wirklich cool findest. Also, weißt du, wenn du jetzt so ein neues Anfangskonzert oder findest du einfach erstmal mega geil. Mhm. Und wenn du jetzt selber dahinter bist und im Studio und ich weiß auch nicht was, dann braucht es ja wahrscheinlich mehr, bis du etwas wirklich cool findest. Oder wenn du jetzt an ein Konzert gehst, schaust du dann, was machen die alles, läuft das falsch oder so? Ist das so oder kannst du überhaupt mal also frei geniessen? Also, das ist eine gute Frage, weil du kriegst wirklich durch das, wenn du selber in diesem Prozess mal gesehen bist und weißt, wie es so ein abläuft hinter der Kulisse, kriegst du ein anderes Auge drauf, wie einen anderen Winkel. Und, das ist schon so. Man hört und sieht alles anders. Mhm. Angenommen, du wirst ein Festival organisieren. Mhm. Wer wird das spielen? Also Vincent Gross natürlich. Vincent Gross, Rebel Tay auf jeden Fall. Ja, Mike Kelly ist cool. Ne? Mhm. Du kannst gerade noch ein Duett machen mit dir. Mhm. Dann mischen wir das noch mit Coldplay. Fand ich sehr geil. Ed Sheeran darf auch noch spielen. Mhm. Also kannst du auch schon, wenn du neu übernimmst, wo schon tot ist, auch nicht. Also kannst du sagen, Freddie Mercury zum Beispiel, da kein Problem, das ist ja hypothetisch. Hypothetisch? Ja. Boah, jetzt muss ich gerade überlegen. Michael Jackson, ja. Hat die Säge einmal gesehen. Mhm. Ich kenne nur seine Auftritte von YouTube und alles. Freddie Mercury, ja, war etwas. Also, ja, aber ich habe keine Ahnung, weil dann bin ich kein Veranstalter, sondern Musiker. Ja, aber es wäre ein cooles Festival. Ja. Welches nicht-musikalische Hobby von dir würde es überraschen? Welches nicht-musikalische Hobby? Ja. Taekwondo. Ja, da wissen wir schon. Das ist Neues. Also, da weiß ich schon. Ich bin ganz ehrlich, ich habe fast keine Hobbys. Ich mache mein Hobby berufsmäßig. Das ist ja so. Ich bin früher noch aktiv gesehen in einer Brauerei. Ja, Bier. Effektiv Bier, ja. Mhm. Ja. Und das ist aber wirklich nur so nebenbei und hobbymäßig. Ich habe es dann doch auf die Musik ein bisschen fokussiert. Also Vincent Dotz ist eigentlich Bier. Ja. Aber schmeckt habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt, jetzt am Silvester hast du noch speziell auftritt am Brandenburger Tor. Gell? Wie läuft das, also wie ist es zu dem Pro und wie läuft das ab? Spielst du dort einfach einen Song, zwei Songs oder ein ganzes Konzert? Wie bist du mit anderen dort? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe mit der Produktionsfirma, die das für den ZDF dort macht, auch schon ein paar Mal Kontakt gehabt und sie haben mich angefragt, und was gibt es Größeres als, ich sag mal, Silvester bei diesem riesen Event spielen zu dürfen und dann noch in der Hauptstadt vom Brandenburger Tor. Mhm. Ich darf zwei Lieder dort spielen. Ich freue mich riesig drauf, es werden zwei neue Songs sein. Ja, das wird. Und die darfst du auswählen, die Songs? Oder? Die habe ich auswählen. Ah, sehr gut. Ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Nein, ja. Nein, ich will nicht wieder bleiben. Dankeschön. Hey, merci mal. Sehr gern. Und jetzt live am 8. Tunnel. Jetzt geht's los. Ciao zusammen.